Herzlich willkommen zum zweiten Teil, meine lieben Leute. Zum zweiten Teil hier in unserem Schweizer. Ja, richtig. Ja, es ist ein aufregender Morgen. Wir waren jetzt gerade schon baden und in der Sauna. Und dann haben wir hier frühstückt. Und dann durften wir gerade nochmal dahin laufen, weil ich mein Handy vergessen hatte. Könner hatte seine Kette davor vergessen. Also, naja, aufregender Morgen. Ja, und jetzt warten wir noch ein bisschen, weil dann geht's auf den ersten Berg. Leute, ich möchte echt gerne mal wissen, was hier mal drin war, weil das ist einfach eine Tresortür. Entspannteste, wenn man Urlaub hat oder einfach Wochenende hat, aber in meinem Fall jetzt Urlaub, auf dem Balkon zu sitzen oder im Garten zu sitzen, eine Kippe zu rauchen und dabei einen schönen Kaffee zu trinken. So könnte bei mir echt jeder Morgen sein. Aber ist leider nicht so. Also wir werden es jetzt so machen, und zwar irgendwann um halb. Jo Leute, was geht? Euer Berlin-Vlogger ist wieder am Start. Kommt der Shuttlebus. Dann werden wir zum Skilift fahren oder zu diesem Fahrstuhl da. Dann fahren wir, glaube ich, mit zwei insgesamt, oder Penner? Hey, Pferde. Ja. Gut. Das sind wahrscheinlich die Reitpferde, die du mieten kannst. Das ist ein Shuttlebus. Na, Shuttlebus bis dahin, oder? Nee, wir fahren dahin zum Bahnhof. Also zu diesem Tourismusbahnhof da. Hm. Und dann fahren wir mit dem Zug hin. Nochmal mit Auto. Ah. Der andere Berg dann. Dann ist hier so ein kleiner Shuttlebus, mit dem fahren wir dann auf den Der Schuss. Jetzt vor der Tür stand. Genau, mit dem fahren wir auf den. Ach so, also fahren wir jetzt gleich mit dem Auto los. Richtig. Ah, okay. Ja, jetzt habt ihr es verstanden. So, meine Lieben, wir sind jetzt an dem Ortchen, wo wir dann mit der Bahn hochfahren. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel ein Seebahnhof mit so einer Drehscheibe. Ja, hier sind die Bahnsteige. Da werden wir jetzt einfach mal runtergehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit diesem Zug, der nächste kommt um 12.15 Uhr, dass wir damit auf diesen Berg da oben kommen. Also ich bin sehr gespannt. Leute, 1800 Meter über dem Meeresspiegel, wir sind auf dem Rigi. Wir sind noch nicht ganz oben. Wir laufen jetzt aber noch ein Stückchen höher. Nee. Ach du Scheiße. Den habe ich gar nicht gesehen. Hier, das Turm. Ja, es ist arschkalt, mega windig hier oben. Wie gesagt, man sieht einfach nichts, weil so nebelig ist.
Aber es ist krass. Einfach krass. Leute, es ist so anstrengend. Boah, vor allem ist es so windig und echt arschkalt, minus 9 Grad. Boah, mein ganzes Gesicht fehlt. Ey, wirklich, ich hätte keinen Astronaut dabei, ich würde hier nicht hoch. Das wäre purer Selbstmord. Aber dafür sieht es echt geil aus. Wirklich alles weiß, alles lieblich. Es ist schade, dass man nicht runterkommen kann. Aber ich finde es trotzdem geil hier. Und die Sonnenbrille, die braucht man hier. Weil wenn man nur den Schnee sieht, ich sehe das ja alles ein bisschen abgedämmt, deswegen geht es bei mir. Aber ohne Sonnenbrille wirklich keine. Deine Augen fliegen einfach raus. Das ist furchtbar. Leute, wir haben jetzt den höchsten Punkt hier erreicht. Das ist fast 2 Kilometer über dem Meeresspiegel. Und hier sind gerade so ein bisschen die Wolken weg, deswegen zeige ich euch mal unsere Aussicht. Das sind einfach fast 2 Kilometer hier. In diesem Restaurant gibt es sogar noch eine alte Kasse. Hey, guckt euch das mal an. Hier noch richtig, ne, mit den Zahlen. Küche, Bier. Krass, krass. Ja, Leute. Wir sind noch auf dem Rigi, wir haben gerade was hier gegessen. Habt ihr ja hier gesehen. Der nächste Zug kommt in 40 Minuten oder so. Die fährt hier halt nur einmal die Stunde. Das ist halt so eine Bar, die hin und her pendelt. Ja, wir gehen jetzt gleich noch mal ein bisschen hier im Souvenirshop gucken, was es da so gibt. Vielleicht ein Andenken mitnehmen. Ja, dann geht's wieder runter. Gehen wir noch ein bisschen Essen einkaufen. Hier in so einem Shopping Center, so ähnlich wie die Spandauer Arkaden. Und ja, dann werden wir später nachmittags noch bowlen gehen. Ja, das hier ist so dieser Merch-Shop. Das hier zum Beispiel, das finde ich ja auch komplett unpassend. So eine Sonnencreme, die ist einfach. Also bitte, was denn? Sagst du dazu? Ich muss Spieker kaufen in dem V. Eine Eisenbahn. Nee. Ey, nie so meins. Ja, aber viele Merch-Sachen so. Also sag mal so, die Merch-Sachen in Berlin gefallen mir besser. Und die haben hier sogar einen eigenen Merch von ihrem Berg hier. Hier, Rigi. So eine Softshell-Jacke für 99,90 Franken. Das ist echt super. Naja. Weiß nicht. Das ist doch was für dich. Mal gucken. Leute, da ich ist ja auch was Schönes, ne? Großeinkauf und jetzt geht es zurück zur Ferienwohnung. Meine Lieben, wir sind gerade nicht mal mehr vom Einkaufszentrum ins Hotel gekommen, weil das Auto will nicht mehr. Das hat irgendeinen Defekt, keine Ahnung. Deswegen gucken wir jetzt mal, wie wir hier weiterkommen. Ja, ich muss mir diese Laune ein bisschen höher machen, weißt du? Und genau, aber es ist, die Laune ist immer noch super, das ist da unten. Sind wir lieben, Essen mittlerweile 18:16 Uhr. Es ist halt schon dunkel, als ob schon fast Nacht wäre, also so Mitternacht. Wir warten jetzt noch, bis der ADAC kommt. Das wundert mich, weil ADAC ist doch eigentlich nur in Deutschland. Oder vielleicht, wenn man so ein Auslandsabo abgeschlossen hat. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, soweit ich weiß, kommt der ADAC jetzt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
sieht zwar behindert aus, aber muss ja auch mal sein, ne? Ich bin ja schließlich im Urlaub. So, Leutchen, der nächste Tag ist vorbei. Wir gehen jetzt schlafen und dann sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen, Leute. Es ist kurz nach 9 Uhr. Heute beginnt der nächste Tag. Ich bin gerade auf dem Weg in die Sauna. Es ist echt so. Sauna am Morgen vertreibt Koma und Sorgen. Und wenn man dann noch durch diesen Gang läuft, wo immer geile Musik gespielt wird, kann der Tag nur gut werden. Ich bin jetzt wieder voll laut. Leute, in Deutschland ist es ja schön, ne? Da kriegt man bei jeder Flasche 25 Cent Pfand oder 50 Cent oder, ne? In der Schweiz gibt es auch Pfand, bloß da zahlt man den Pfand nur, aber kriegt den nicht zurück. Deswegen bringen wir jetzt hier gerade die ganzen Flaschen, die wir haben, zurück. Also Müll. Ich fühle mich voll verarscht, ne? Leute, man könnte denken, dass da irgendwie gerade jemand Suizid begangen hat. Das ist ja richtig gruselig. Ja, Leute, kurzer Zwischenstand zum Auto. Das Auto ist defekt und wir fahren mit dem Zug nach Hause. Beziehungsweise wird dann nach Berlin gebracht. Freunde, ich habe mir gerade, wir sind jetzt nach dem Urlaub nochmal hochgekommen, um was zu essen. Und dann wollten wir eigentlich gleich wieder runter. Ich habe mir so eine Kilo-Pizza gemacht. Ne? Hier gab es so eine Kilo-Pizza, weil da hat man, spart man halt. Ne? Ist halt so eine ganz normale Margarita mit Käse und Tomatensauce. Ich habe ganze 2 Stück geschafft und den Rest habe ich jetzt in den Kühlschrank gestellt oder erst den später. Ey, ich bin so satt jetzt. Das ist eigentlich echt krass. Ja, später gucken wir uns hier unten noch ein bisschen, da wo wir Bowling gespielt haben, da gibt es auch so Automaten, also so Dart und auch ganz viele andere Sachen. Gucken wir später nochmal, was man dann noch so machen kann. Und dann werden wir später vielleicht nochmal rübergehen ins Schwimmbad, in die Sauna. Ja, genau. Connors Opa und Enver, die sind jetzt gerade mal ins Örtchen runtergefahren mit dem Bus, um halt noch die letzten Sachen aus dem Auto zu holen. Weil das Auto wird halt nach Berlin gebracht. Ja, und wir fahren halt mit dem Zug. Oder wenn das Ersatzteil geliefert wird, dann halt mit dem Auto. Ja. Aber sicherer wäre jetzt für mich ehrlich gesagt Zug. Also ich wäre fürs Zugfahren. Aber wir gucken einfach mal, wie sich alles entwickelt. Und ja, genau. Und was die nächsten Tage jetzt noch so ansteht, und zwar werden dann höchstwahrscheinlich nochmal zum anderen Berg fahren, weil direkt hier vor der Tür halt so ein Shuttlebus, der bringt uns dann auf den Berg hoch, also nicht der, der ist halt hier hinter, so sieht man jetzt nicht. Genau, dann werden wir dort nochmal hochfahren, das wird auch auf jeden Fall toll, und dann werden wir vielleicht auch Schlitten fahren, aber dass heute 5 Grad plus sind, ne, und ihr seht hier der ganze Schnee schon wieder weg, und auch da hinten auf dem Berg, es war schon wieder alles weggetaut, deswegen, hoffe ich mal, dass es nachts schneit, wieder Minusgrade wird, damit es wieder richtiger Winterurlaub ist und ja, damit wir noch mal ein bisschen im Schnee planschen können. Leute, das ist so geil, ne? Wir fragen hier gerade so ein paar Typen oder Leute generell, wie alt sie Enver schätzen. Der ist 18 und der wird immer auf 25 bis 30 geschätzt. Das ist so geil. Leute, ich gehe jetzt nochmal kurz in die Sauna. Ein bisschen Zeit habe ich noch. 20 Uhr fließt es kurz nach 7. Also, let's go. Ja, meine lieben Leute, mit deiner letzten Runde Kanister haben wir jetzt wieder hier den Tag beendet. So wie jeden Abend, finde ich super toll. Ja, ich bin gerade auf dem 2. Platz, das ist richtig klasse. Mariachen ist auf dem 1. Und zwar, was wollte ich noch sagen? Ich wollte eigentlich gar nichts mehr sagen. Ich wollte euch eine wunderschöne gute Nacht wünschen. Wir sehen uns morgen zum 3. Teil hier in unserer Schweizwoche. Ja, also bis zum nächsten Video. Tschüssi!